könnte davon erzählen, dass ich Bücher gelesen habe, die mich herausgefordert haben. Ich könnte davon erzählen, dass ich Menschen kennengelernt habe, die anders denken als ich und die mich weitergebracht haben. Ich könnte davon erzählen, dass ich in meiner WG, in meiner Klasse, in der Schülerschaft, in der Dozentenschaft Vorbilder und Freunde gefunden habe. Ich möchte euch einfach eine Begebenheit erzählen. Und zwar habe ich im Fach Eigentliche Theologie ein Buch gelesen als Pflichtlektüre. Wir durften uns das aussuchen. Ich habe das Buch von J.I. Packer genommen, Gott erkennen. Und allein das erste Kapitel dieses Buches hat mein Leben ziemlich verändert, weil er spricht über Theologie, er spricht, warum es wichtig ist, die Bibel zu studieren. Aber sein Anliegen ist, dass die Menschen nicht nur lernen, Gott zu studieren, sondern Gott zu erkennen im Sinne einer Beziehung. Es geht nicht nur darum, das Bibelstudium zu lieben, sondern den Gott zu lieben, den du studierst. Das hat mein Leben verändert. Dass wir lernen, nicht nur Texte zu lesen. Dass wir nicht nur lernen, einfach die Bibel zu lesen und zu verstehen, okay, das läuft so, das läuft so, das läuft so, da ist eine Lehre, da ist eine Lehre, sondern dass wir das in die Praxis umsetzen, dass das unser Leben wird, dass wir nicht nur Theologie mit dem Kopf, sondern mit dem Herz machen. Es ist eine richtig coole Sache, wenn du weißt, was der Genitivus Absolutus ist und wie du ihn übersetzt, aber es ist noch viel besser, wenn du weißt, dass ein Gott für dich gestorben ist. Es ist richtig gut, dass du mit Leuten sprechen kannst, ob der kategorische Imperativ von Immanuel Kant christlich zu vertreten ist oder nicht, aber es ist noch viel besser, wenn du weißt, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Es ist sehr wichtig, dass du Menschen vom Jesus erzählen kannst, dass du predigen kannst und Leuten sein Wort weiterbringen kannst, aber noch viel besser, wenn du weißt, dass er eigentlich zu dir selbst spricht.